Hallo und herzlich willkommen zu Kartenchaos Nummer 3. Ihr seht schon, heute ziemlich spinnig angehaucht. Mit dabei wird der Panda-Bär, der Tau-Tau. Hallo. Hier ich. Und wir werden uns jetzt ein Duell wagen. Und könnt ihr jetzt erstmal eine Klasse auswählen. Wenn ich in Erfahrung gebracht habe, kriegen wir davon den Zauber dann. Und nach meinen Erfahrungen könnte das ziemlich gut laufen. Probier das mal. Okay. Ihr denkt euch jetzt auf Spinnen. Wieso Spinnen? Vielleicht erinnere ich mich noch an den Daxeramas-Challenge vom Jäger. Naja, wann kam die kam ja erst mit dem zweiten Flügel, oder? Ich glaube ja. Oh, es sind beide Druide. Na dann. Die Karte ist vielleicht nicht ganz so günstig gegen ihn. Was tue ich weg? Netzwerfer, Netzwerfer oder den Netzwerfer? Ich würde alle Netzwerfer wegpacken. Gut, damit kann man arbeiten mit der Hand. Mal arbeiten. ausbaufähig, aber man kann damit arbeiten, gell? Oh, ein Netzwerfer! Habe einen Netzweber und dazu natürlich ein Netzweber. Welche Überraschung, du spielst einen Netzweber. Hier gerade Musik. Oh Gott, mehr Netzweber. Super. Und was kriegen wir? Trommelwirbel? Direkt die Imba-Karte. Ich habe die beste Karte überhaupt gekriegt. Oh, die behalte ich mal. Okay. Kann man ja kombinieren. Also meine Hand sieht interessant aus. Du hast wahrscheinlich wieder alles Mögliche an. Ah, da killt Ja. er meine Physiker. Ah, ein Glück. Habe ich sie so gezogen. Weil jetzt guck mal, was passiert. Okay. Die Ah, okay, Hygiene verstehe. ist in dem Modus ein bisschen extrem. Ja. so passt das. Oh, ein Netzweber. Wo kam der denn her? Oh. Aber Panda-Bärchen, mein Gesicht ist doch kein Angriffsziel. Ja, ich kann dir deinen gesamten Hyäne nicht sofort töten. Du buffst sie sowieso wieder, also ist eh schon scheißegal. Ja, guck mal jetzt. Ja, hast du mal der Wildnis? Komm, spiel das Noch aus. viel besser. Ah, okay, ja. Arr. Oh, das ist bestimmt eine Eule, oder? Du hast doch sicherlich eine Eule gezogen. Nee, habe ich nicht, das ist mein Problem. Oh. Weißt du, was schlimm ist? Du hast nochmal die gleiche Karte. Na, nicht ganz, also halb. Aha, ja. Toll. Also das ist halt ein reines Glücksspiel und wie immer habe ich in dem Panda-Bärchen Glück, wenn ich so gegen ihn. Maro, schon langsam macht es keinen Spaß, gegen die zu spielen, weißt du das? Ich muss jetzt die Karte opfern. Oh. Ja, ich hätte das Problem, wenn ich gegen Freunde spiele, habe ich so ein Arsch voll Glück, ne? Und wenn ich dann normal gegen anders spiele, habe ich dann wieder so ein. Leute, ihr müsst dem Panda mal die Daumen drücken, dass er auch mal Glück bekommt. Geht nicht, dass ich dann immer, wenn ich gegen Panda spiele, mein ganzes Glück aufbrauche und dann in der Arena dann einen auf die Decke kriege. Okay.
Netzweber, 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 Netzweber. Kann sich beißen. Ja, wie die Hyäne ist in dem Modus quasi so das Nonplusultra. Kriegst ja. du die Hyäne und der Gegner hat keine, keine Eule, hat er eigentlich schon verloren. Der. Der Spinnenkonter. So. Ich muss jetzt was auf die Probe stellen. Es geht jetzt nur ums Prinzip, das zu wissen. Ich habe jetzt ja gegen dich einen Arsch voll Glück, ne? Ich will es jetzt nur wissen. Ich wusste es. Es war so klar. Ja. Also die Runde ist... Da kann man so schönes kriegen. Sehr Spaß in dem Modus. Ah, guck mal, hier, kriegst Bananen. Es war wieder so klar, dass du wieder solche Karten rauskriegst. Ja. Also die Runde ist ein bisschen... Du kriegst den anderen Affen. Der Fairness halber nehme ich die Karte mal lieber nicht. Ich habe nämlich noch eine Kaisergruppe auf der Hand, damit wäre schon vorbei. Ich mag gerne noch ein bisschen die Spinnen rauskriegen, was wir so noch schöne Minions kriegen. Achso. Ah, guck mal. Also das Spiel hasst dich. Das ist fies. Ich mag das nicht. Ah, guck mal, noch ein Das heißt, ich gehe nicht mit Glück. Uff. Ich glaube, wenn ich so gegen... Es macht keinen Spaß, gegen Maro zu spielen. Ja, es ist immer so komisch. Wenn ich gegen Freunde spiele, habe ich dann so einen Arsch voll Glück und sonst werde ich immer so abgemäht. Könnte noch lustig sein. Eben die Klasse, mit dem, was ich das erste Spiel gewonnen habe, was ich probiert habe, einmal mit dem Modus. Okay. Interessant, du spielst einen Schamanen. Ich will mal so gucken, was die Schamanenzauber so kriegen. Das ist einfach ehrlich wenig. Für dich. Eine Spinne. Mein Gott. Und ich habe wieder zwei Spinnen. Nein, du spielst eine Spinne. Oh mein Gott, it's a spider. Ah. Diesmal sind meine ersten Karten, die ich kriege, schon fairer. Ah doch. Tut doch weh. Ach, du überlebst es schon. Das ist auch klar, dass ich die unnötigste Karten von allen krieg. Ich habe zwei Ein-Mana-Karten, eine 3-Mana-Karte sonst noch bekommen. Ja, kann sein, ich hab den krieg. Oh! Ja gut, das ist wirklich die unnötigste von allen. Das ist auch ein.
Oh, ich kann kontern, ich kann kontern. Chance. Das hat die vorhin beim Druiden auch. Und ich habe auf so eine Scheiß zum Spotter machen Karten gewartet. Aber wenn es die angegriffen hätte, dann wäre das Überviech gewesen nachher. Ja. Oh, er hat eine Sprengfalle. Und Hunde. Oh Gott. Keine Springfalle, Eisfalle. Aha. Also, sie wundert, dass wir da immer noch den aktuellen Kartenrücken der Saison haben und nicht den, was wir ausgewählt haben für das Deck. Jo. Man kann ja gar nicht hier wechseln. Oh, er hat die Kobra. Nein, Topf decke ich hier auch noch. Ja, hier mein Ein-Mana-Viech, es wird dich töten. Pass nur auf. Ich glaube, der Sprengfall ist hier so das Beste, was man ziehen kann. Als Wenn du Jäger. sie kriegst, ja. Nein, da hast du. Oh, nochmal Hunde. Hast du noch einen Wolf dazu? Ah, Leider schade. nein. Ich glaube, jetzt hast du mich. Wenn du in der Hand wüsstest. Also, hättest du das jetzt nicht gemacht, hättest du das, glaube ich, ein bisschen eng geworden. Aber jetzt kann ich da kaum noch was machen. Hättest du mir noch zweimal ins Gesicht hauen können jetzt, ne? Bei den 100 sind noch da. Ich haben noch die haben keine anständige Stunde mehr gehabt. Ich habe zwei in deinen Spott-Totem überfahren müssen. Fakt. Vergessen. Ja, habe ich jetzt nicht vergessen. Jetzt muss ich das hier machen, damit ich überhaupt was zum Spielen habe. Oh. nochmal. Das meine ich mit der Qualität meiner Hand. Ah, ja. Okay, Kann ja ich nicht sein, bin. dass du immer das Glück hast. Ich bin fertig. Ah, Ich ja. hatte, ich habe Kampfrosch in der Hand. Du machst mein schönes Board mit ganz viel Mehl ins Platt. Oh. Der ist auch gut. Ja, aber der ist, seit der so extrem genervt wurde, ist er eigentlich fast nutzlos, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, auf jeden Fall nicht sehr nützlich. Weil wer nimmt schon 3-2er für 5 Mana mit, oder? Früher war das, wie er nur 2 Mana kostet, war das so eine schöne Combo mit Ding, mit Lass die Hunde los. Ja, das stimmt, so 2 Mana, dass du, das ist bei 5 Mana Hand hast du immer Angst gehabt, so, okay, jetzt geht's los. Oder früher, wo Lass die Hunde los nicht mal Hunde losgelassen hat, sondern, quasi die Dinger eine Anstimmung gegeben hat. Jetzt zieh da. Ja, warte, warte, jetzt kommt der. Ja. Na, da nicht ganz so clever war. Ich habe ja hier mit meinem Max-Nexner kann ich ja leider, ne, es alles geht. töten. Glaubst du? Combo. Ich habe mich gerade Schaff's bei doch. meinem Mana verschaut. Ich wollte eigentlich noch mit einem drauf fahren und Hier. dann mit dem Cobra-Schuss, aber dann habe ich mich vertan. Der kam auch noch raus hier. Ah! Den Knirsch. Aber reicht halt nur hier so kurz das Ja. wegzuhauen und das war's. Nur, dass er eine Runde überlebt. Alter, will mir das Spiel jetzt wirklich verarschen? Was kriegst du denn Schönes? Ja, nochmal den Arsch! Du hast jetzt einen Piraten im Deck. Ja, siehst Wo habe ich einen Piraten im Deck? Ah, wenn ich du? es der Oh, für guck 0 mal, der Mana. kostet diese Spinne.
Führte Tauteil, indem ich seine Karten auslaufen lasse. Er hat nämlich nur noch 5 Spinnen im Deck. Ajo, verdammt! Hab das ja gar nicht gedacht. Ja, aber ich hab ja, wenn ich jetzt nicht einen Gewittersturm noch im Deck habe, dann kann ich dich ja eh nicht mehr clearen. Nee. Der muss weg. Will ich ja mehr Karten ziehen lassen, also gehe ich dir einen Schaden ins Gesicht. Hm? Ich will ja, dass du noch mehr Karten ziehst, dann gehe ich dir noch einen Schaden ins Gesicht. Eigentlich sind das keine Wildtiere. Oh, und eine Falle. Das ist fies. Alter, meine ganze Hand ist voll nur mit Spinnen. Oh, hier, guck mal, jetzt voll nützliche Karte. Wow. Und ich krieg eine Spinne, die nur Mana kostet. Ja! Yeah. So, hier und noch Kampfrausch. Oh. Irgendwie wieder weghauen. Und hier, falls du einen Murloc findest. Hast keinen. Ja, genau, weil ich einen Murloc hab. Hält doch mal Lorne in der Hand. Verdammt. Ist schon tödlicher Schaden? Nee, noch nicht ganz. Einen HP habe ich noch. Aber ich muss aber langsam so tun, weil sonst da. Schau mal. Ich muss mal ein paar Spinnen loswerden. Ich habe keine Karten mehr. Obwohl, warte mal, ich hab tödlichen Schaden. Nein! Von lauter Netzwerber gar nicht gesehen. Endlich mal gewonnen gegen dir. Gibt's ja gar nicht. Was sagt die Zeit, Maro? 17 Minuten, wir können noch eine reinbauen, würde ich sagen. Okay. Okay, wir hatten Schaman schon, wir hatten mal Druide schon. Probieren wir den hier mal. Ich wette was mit dir, wir haben sicher wieder die gleiche Klasse. Mal schauen. Nee? Anduin gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Das Licht wird den Sieg bringen. Oh, eine sehr nützliche Karte. Also jetzt bin ich mal als zweites dran. Ein zu empfehlen, die das sehen, natürlich, ihr werdet am Anfang einfach alles wegmachen, wenn ihr Spinnen habt, weil entweder ist eine neue Spinne oder ihr kriegt einen Zauber, der vielleicht nützlicher ist. Zum Beispiel im Priesterdeck gibt es ja Master Spell. Zu haben wäre natürlich irgendwo sehr nützlich. Also du hoffst jetzt wahrscheinlich auf Massenbannung, oder? Ja, meine ich genau. Oh, super. Dann gucken wir mal rausziehen. Ah, die Spinnen. Überall. Heißt nichts hat der Modus. Aha! Au! Oha! Ja, auf die habe ich gar nicht mehr gedacht gehabt. Oha, oha, oha. Der Priester mit. Weißt schon, dass ich ein Priester bin? Ja, ich weiß, dass du wieder heilen kannst. Das ist mir bewusst, aber ich wollte eine Karte ziehen. Ach jo. Ja. Hat mir leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Geh, los, Spinne, fass. Du auch. Du auch. Du lässt mir auch gar nichts über. Nee. Nicht, dass auf die Idee kommt, was zu buffen. Weißt du nämlich als Mage die Möglichkeit hast zu buffen? Der war mal echt gut, Maru. Mach den gleichen Move. Bis dir die Karten ausgehen. Und an, du mich lässt. Ich krieg auch nur Rotze raus, oder? Ah, jetzt mal was Ansehbares. Ein Netzweber. Ein Netzweber? Nee, nee. Sicher das Problem, was du vorhin hattest. Was denn? Was Meine denn? Hand ist voll, ich kann jetzt nicht spielen. Und der weißt Fuß, du was? Der Bus hat macht keine Abhilfe dabei, gell? Hier. Mach ihn weg. Ja, das geht auf Befreundete auch? Ja, das kannst du alles machen. Oh, das ist aber echt bitter dann. Alter Schwede, ist das bitter. Der musste weg, was soll ich denn machen? Du hast eine Eintracht-Kreatur. Oh, was hast du gekriegt? Was hast du gekriegt? Lol. Der Legendary ist also. Oder zwei Spinnen. Zweimal die gleiche. Okay. Oh, Malorn. Ah, dann hätte ich jetzt vielleicht das heilige Feuer gebrauchen können. Hätte ich das heilige Feuer. Ah, oh, guck mal. Hast du jetzt auch Malorn gekriegt oder was? Was ähnliches. Ah, der kommt aber später. Da kommt noch aus mein Control. Oh, für jeder gute Facewasher. Oh. Ja. Hallöchen. Ah, du hättest gleich wieder das Charge-Skill wegmachen sollen. Hm? Du hättest gleich wieder das Rino und sowas wegmachen müssen, das mit Charge-Skill. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt brauchst du nur drei Schaden Wildtier spülen und ich bin tot, oder? Ja, aber geht auch so. Ach so. Also, ich hätte jetzt sogar nochmal auf der Hand. Okay. Also deswegen habe ich vorher so gedacht, weil ich zweimal keinen Knirsch rausgekriegt habe. Ich finde dann zurück ins Deck. Ja, ja. Wäre es fast schief gegangen und das heilige Feuer wäre ich am Arsch gewesen. Ich hätte keine Karten mehr können. Ja, das ist. Der Bussard hat halt in dem Modus seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ah. Na gut, lieber Panda Bär. Ja. Das war's dann für diese Runde Kartenchaos. Okay. Danke dir fürs Mitspielen. Euch allen fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall auch mal beim Panda vorbei und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann bis morgen.
Tschüss, Leute. Ciao.